euch auf Insta-Story ja gefragt, ob ihr Bock hättet auf ein Haul-Geschenke-Video, da meine Tochter ja schon morgen 2 Jahre alt wird. Oh mein Gott, wie die Zeit gerast ist in letzter Zeit. Ist einfach unbeschreiblich. Sie ist schon so groß und sie wird 2 Jahre alt. Ich habe ein paar Geschenke besorgt und ja, ich weiß, es sind viel zu viele Geschenke, aber was soll ich machen? Ich bin so typisch Mutti, wenn ich irgendetwas sehe, wo ich denke, dass meiner Tochter das gefallen könnte, dann kommt es direkt in den Einkaufswagen. Lange Rede, kurzer Sinn. Heute fahren wir ja ins Tropica Island. Also ich habe mich jetzt extra nur fürs Video geschminkt. Das kommt danach alles wieder ab, weil wir sind bis Sonntag im Tropica Island. Das heißt, ihr Geburtstag verbringt sie auch dort. Am Sonntag kommen wir zurück und dann kommen ein paar Gäste zu Besuch und sie bekommen noch ein paar mehr Geschenke. Das erste Geschenk, das nehmen wir mit ins Tropica Island. Das darf sie dort als erstes auspacken. Luna ist so ein Mädchen, das spielt immer gern alleine. Sie badet zwar noch mit Miley zusammen, aber sie spielt halt wie gesagt immer alleine. Und wir haben halt momentan nur so ein Babybade. Spielzeug. Und sie hat so eine neue Lieblingsserie entdeckt, dank Miley. Und zwar Prinzessin Sophia die Erste. Und davon gibt es nämlich so eine schöne Bademeerjungfrau für die Badewanne, die dann, glaube ich, auch leuchtet. Ja, ja, doch, seht ihr das? Die leuchtet. Und das finde ich richtig niedlich, das fand ich richtig süß. Deswegen musste es auf jeden Fall diese Badenixe werden. Bleiben wir gleich mal beim Badespielzeug. Ein Badespielzeug ist natürlich viel zu wenig. Man hat ja schließlich 2 Hände und man kann mit 2 Händen spielen. Und seitdem ich die Synchronrolle bei My Little Pony hatte, sind wir alle im My Little Pony Fieber. Gibt es ein Pinkie Pie als Meerjungfrau? Und ich glaube, sie bewegt ihre Flosse und schwimmt von ganz alleine. Das ist doch mal so süß. Oh mein Gott. Ich stelle mir schon richtig vor, wie sie damit spielt. So, the next. Herbst- und Winterzeit ist so eine Zeit, wo die Kinder nicht so gerne rausgehen wollen, wo ich nicht so gerne rausgehen will, weil es einfach viel zu kalt und viel zu nass ist. Und wir sind Gott sei Dank, die ganze Familie ist dann so eher auf diesen Chill-Modus. Wir suchen uns dann eigentlich immer so Beschäftigungen, die man zu Hause machen kann. Unter anderem gibt es bei uns halt eben ganz, ganz viele Familienspiele. Und Familienspiele heißt, auch die Jüngste muss mitmachen können. Und da habe ich natürlich wieder von My Little Pony ein cooles Spiel entdeckt. Und zwar von Pinkie Pie so eine Torte. Soweit ich es verstanden habe, muss man solche Luftballons in die Torte stecken und irgendwann kommt oben ein Pinkie Pie rausgeschossen und man erschrickt und freut sich. Also ein Spielspaß für die ganze Familie ist eigentlich erst ab 3, aber ich glaube, meine Tochter versteht, dass man da Ballons in eine Torte reinstecken muss. So, dann habe ich noch etwas gekauft. Luna ist so eine, die spielt gerne mit Figuren. Also wirklich, egal was sie in die Hände bekommt, was irgendwie ein Gesicht und Beine und Arme hat, damit wird direkt gespielt und ich muss auch mitspielen. Eigentlich total niedlich und ich dachte mir so, oh, wir sind ja alle so Disney-Freaks. Also warum denn nicht mal kleine Disney-Prinzessinnen kaufen zum Spielen? Und ich finde, die sind alle total niedlich aus und vor allem glitzern die so schön. Fand ich sehr schön. Aber jetzt kommt etwas Riesiges, Spektakuläres. Deswegen zeige ich es auch zum Schluss. Ich glaube, ich kriege das auch gar nicht ins Bild rein. Oh, Leute, ich habe das gesehen und ich musste das sofort holen, also beziehungsweise bestellen. Juna liebt Kuscheltiere, egal in welchen Laden wir gehen. Wirklich, hundertprozentig, egal in welchen Laden wir gehen. Überall, wo es Kuscheltiere gibt, sucht sie sich ein Kuscheltier raus. Ich weiß nicht, wie viele Kuscheltiere wir jetzt schon haben. Und ich als Mama kann nicht immer Nein sagen. Besonders bei solchen großen Kulleraugen. Sie guckt dann immer so süß und dann, oh mein Gott. Naja, jedenfalls haben wir schon 20.000 Kuscheltiere. Ich habe es jetzt ein bisschen übertrieben. Ich hole es jetzt einfach mal rein, ja? Ihr seht da hier schon, das ist ein Teil von dem Kuscheltier, okay? Oh Gott, das ist einfach zu groß. Das ist nur der Kopf. Das ist ein Rieseneinhorn. Ich kriege es wirklich nicht ins Bild. Ich versuche es jetzt wirklich da hinten raufzupacken, aber es ist zu groß. Es ist einfach zu groß. Es sind 130 cm Einhorn. Und es sieht so unglaublich niedlich aus. Ich könnte mir das auch selbst ins Bett legen, aber dann ist kein Platz mehr für Henny. Das waren meine Geschenke, die ich an meine Tochter verschenke. Sie bekommt natürlich noch mehr. Natürlich bekommt sie noch mehr. Von Oma, Opa und oh, die ganze Bude wird voller Kindergeschenke sein. Aber das ist halt immer so bei uns. Das ist halt immer so bei uns. Und das Schlimme daran, es ist bald Weihnachten. Es ist bald Weihnachten. Sie bekommt 2-mal hintereinander Geschenke. Okay, meine Lieben. Mama ist gerade mit den Kindern spazieren, damit ich dieses Video hier drehen kann. Das heißt, ich muss mich jetzt beeilen. Die ganzen Geschenke müssen noch verpackt werden. Da müssen wir noch Sachen packen und wir müssen ins Tropica Island. Ich muss mich jetzt beeilen. Also, ich hab mich ganz so lieb und bis zum nächsten Mal.